Stefan. Hello, Kim and Marie. Ist Franziska zu Hause? Ja, kannst du nichts zu hier? Kommen Sie hier rein. Franziska, deine Freundinnen sind hier. Oh, hallo, so schön Sie zu sehen. Franziska, ich habe nicht gewusst, dass du Klavier spielst. Das finde ich geil. Ja, meine Mutter will, dass ich Klavier spiele, aber ich tue es nicht gern. Es ist langweilig. Es regnet Gebäck. Was wart ihr? Franziska wollte etwas Süßes essen. Wie immer, sie fragte unsere Mutter, einen Kuchen zu backen. Das ist nicht wahr, Stefan. Du wolltest einen Kuchen essen. Das ist mir egal. Ich werde ihn nicht essen. Ich muss meine Diät leben, um schlanke Figur zu haben. So, wann bist du aus Texas zurückgekommen? Vor 3 Tagen. Ich habe noch Jetlag. Stefan, hast du einen Cowboy-Hut mitgebracht? Ja, möchtest du ihn sehen? Aber natürlich! Was ist los mit deiner Stimme? Oh, ich habe eine Reise mit meiner Familie in Deutschland gemacht. Und ich habe zu viele Glühwein getrunken. Ich habe meine Fotos mitgebracht. Wunderbar. Stefan, Marie, kommen Sie hier. Was ist los? Kim möchte uns ihre Fotos zeigen. Oh, sehr interessant. Ah, wir sind zuerst nach Bayern gegangen. Wir hatten einen wunderschönen Blick aus unserem Fenster. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Das ist doch der Mann, der einen Zylinder trägt. Es gibt viele schöne Parks in Hamburg. Das ist ein Herz! Das ist doch ein Baum, spinnst du? Und das ist Hamburg in der Nacht. Ah, ist der so romantisch. Wo möchtest du, Marie, eine Reise machen? Ich möchte nach New York fliegen. Ich habe gehört, dass New York viele berühmte Modenschau und musikalische Theater hat. Und wo möchtest du, Stefan, gehen? Ich liebe Natur und Ruhe. Mein Lieblingsurlaub ist irgendwo auf dem Strand. Oh ja, das möchte ich auch tun. Ist der Kuchen fertig? Gehen wir in die Küche. Was ist das? Das ist mein Gnom, er heißt Eddie. Hat Eddie Kuchen gegessen? Dummkopf Gnom, ich bin hungrig.